Jo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Sentination Simulator. Ja, ihr seht, ich bin fleißig am Machen wieder, habe ja ein neues Projekt angefangen. Diesmal nämlich hier mit unserem Lager. Genau. Ich bin ehrlich, ich weiß gar nicht, warum hier eigentlich so eine dicke, fette Mauer ist. Ah, das könnte sein wegen das andere Ding, wegen der anderen Seite, okay. Genau, ich möchte jetzt ein bisschen mit Corsair machen, nur blöde ist, meine Maschine wird langsam echt voll. Die geht wie auf 500, ich habe schon. Aluminium habe ich so wenig, ich weiß auch nicht warum. Genau, das heißt eigentlich tatsächlich, dass ich gerade ein bisschen Mängelware habe. Und ich eigentlich tatsächlich mal wieder neue Ware brauche. Auch allerdings an Eisen und so mangelt es, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also muss ich mal gucken, wie ich das mache, weil ich jetzt auch jetzt hier Regale hier machen will. Aber ich will schon gerne die ganze Wand machen. Nur dann brauche ich natürlich auch Eisen. Okay. Oh, zwei Regale habe ich hingesetzt. Cool. Genau, ich wollte zwei Regale rotes Wasser, zwei Regale das Sprudel und normale. Genau. Und dann, wenn es oben leer ist, dass ich dann, ja, wie sagt man so schön, ja, dass man das andere anfängt. Genau. Ja, und da will ich vielleicht Corsair und so reinmachen. Ich habe gehört nämlich, das geht. Wartet mal. Geht gar nicht. Tatsächlich kam, wo ich die letzte Folge aufgenommen habe, wieder tatsächlich ein Update. Es war aber jetzt nicht gerade irgendwas Besonderes oder so. Es kam nichts Neues hinzu. Also glaube ich nicht. Nö, hier ist nichts Neues gekommen. Hier auch nicht. Können wir mal kurz durchgucken. Ne, es ist nichts Neues hinzugekommen. Es wurden tatsächlich nur Patches gemacht. Ja. Ne, also nichts Neues. Nö. Genau, und ich habe jetzt ein bisschen Weizen gesammelt und möchte das jetzt mit der Mühle. Die Mühle möchte ich jetzt auch generell hier weg haben. Genau, schau mal. Zack, weg mit dir. Die Mühle, genau, hier habe ich auch schon weitergemacht. Hier habe ich jetzt auch hier was hingemacht. Und die Mühle soll jetzt auch tatsächlich einen Ehrenplatz bekommen. Die soll mich hier nehmen. Genau. Die soll jetzt hier. Jetzt muss ich kurz gucken. Weil ich möchte wenigstens vier Felder mit Weizen haben und dass wir Mehl kriegen. Dass wir das in Ommasse machen. Genau. Wo haben wir denn jetzt die Mühle? Die Mühle, die Mühle, die Mühle, die Mühle, die Mühle. Hä? Wo ist die Mühle? Hä? Mühle? Die Mühle, die Mühle, die Mühle. Da. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich stelle den mit Absicht so hin, dass wir ihn jetzt hier haben. Das geht nicht, da muss ich die Wand wegmachen. Okay. Gut, ich habe Zement nicht gerade wenig. Also ich habe echt ordentlich schon vorproduziert. Gut, dann ist es so, da muss ich jetzt die Wand weichen. Ich war ja sogar überlegen, jetzt tatsächlich sogar weiter jetzt auszubauen. Dann habe ich jetzt erstmal so viel Zement vorbereitet. Genau. Okay, dann ist es jetzt eben so. Kann ich nichts machen. Dann habe ich jetzt einen. Ach, Kacke. Gut. Ist nicht so schlimm. Hab hier was zu tun. Dann können wir hier weitermachen. Genau. Geht das denn so? Komme ich so dran? Ja, gut. Mauer. Sofort hinknallen. So. Genau, Bambus haben wir auch hier irgendwo. Warte mal. Ach, den teleportiere ich einfach kurz. Bambus habe ich auch schon 100 Stück in ein. Bambus, hier habe ich auch noch welche. Okay, hier habe ich auch noch 20 Stück. Nehmen wir auch an, natürlich. Ich glaube, ich brauche so viel, brauche ich nicht, aber okay. Dieses Bambus, auch so. Habe ich auch gerade so viel von. Weil ich gerade für die eine Wende da vorne zusammen sammle. Und am Ende brauche ich auch Kugeln. Um das Ding weiter zu lernen, sonst geht der nämlich gleich aus und verabschiedet sich. So.
Genau, das Weizen werde ich grundsätzlich oben nicht verkaufen, das werde ich für Mehl nehmen. Dann habe ich jetzt gesagt, gut, dann machen wir 4 Stück daraus. Genau. Das war auf jeden Fall Mehl. Warum drücke ich mal auf D5? Gut, so. Manchmal das Gefühl, diese Dinger sind auch echt noch viel zu wenig. Diese Kurven sollte ich mir auch mal ein bisschen was wieder ein bisschen was machen. Ja, ich hole mal so 4, 5 Stück raus. Weil ich nicht weiß, wie viele es noch sind. Zähle jetzt nicht nach, wenn ich die platziere. Also, welche. Ich glaube, 20 Stück oder so, 26 oder 25 Stück braucht so eine Wand. Na, noch zwei bestimmt. Ja, guck mal. So, das ist schon fertig wieder, die Wand. Guck mal. So. Gut. Dich weiß ich nicht. Bin irgendwie nicht mit dir zufrieden, Kollege. Du gefällst mir nicht. Kriege ich dich irgendwie. Warte mal. Du hast ja zum Glück noch nichts. Weil irgendwie finde ich, die passt ja nicht so. Dann, wenn ich dich dahin platziere, genau, und ab hier wieder Bäume, also Produkte platzieren, kriege ich das genauso hin? Ja, genau, guck mal, da haben wir hier die Mühle, dann können wir immer sofort das hier reinballern, dann können wir hier weitermachen, genau, weil das braucht tatsächlich nur hier Weizen tatsächlich, sonst was anderes braucht das nicht. So. Gucken wir mal. Okay, der ist schon voll. Rein damit. Gut. Dann machen wir gleich zack. Ich glaube. Und rein damit. So. Gut. Dann können wir, guck mal, wir haben 34. Wir können jetzt sagen, okay, wir nehmen dieses Mehl, starten das und er macht das jetzt einfach hier fertig. Genau, das heißt, da brauche ich mir keine Gedanken machen. So, jetzt nehme ich die beiden. Geh rüber. Schmeiß die beiden rein und fertig. Gut. Ich weiß, dass da schon welche sind. Aber ich brauche ja noch welche. Also ist das ja nicht so schlimm. So. Guck mal, schon mal eins. Da haben wir gleich zwei. Genau. Ich brauche Plastik und Eisen wieder. Genau das habe ich jetzt auch geändert. Das habe ich jetzt sechs. Es ist ganz einfach, wenn ich tatsächlich hier anfange zu drehen, kann ich tatsächlich hier anfangen und dann, wenn ich da hier fertig bin, kann ich schon wieder hier anfangen. Also eigentlich ist das echt eine coole Sache. Genau, die Bambusstäbe-Behälter habe ich weggemacht, die will ich nicht mehr. Genau, ihn weiß ich noch nicht, ob ich ihn überhaupt noch verwende. Bin am Überlegen. Muss mal schauen, überlege ich mir noch. Schau ich mal. So. Genau, Wasser haben wir ist wieder voll. Guck mal. Es sieht schon gut aus hier. Kann man nichts sagen. Genau. So. Genau, Zement mache ich auch noch nebenbei noch weiter. Genau. Ich muss zwischendurch immer was reinballern. Ja, Steine und Eisen ist gerade so echt Mangelware. Ja, und ich muss jedes Mal wieder nachwerfen, dass das Ding nicht leer wird. Voll wird. Das heißt, eigentlich bin ich immer. Ach, Paletten werden auch immer voller mit Gold. Gold habe ich zu viel. Gold habe ich echt en masse. Also, wenn wir rechnen, wir haben 4 Paletten nur Gold. Ich war jetzt am Überlegen, die Maschine jetzt komplett abzustellen mit Gold, aber dann produziert er trotzdem zu viel. Ja, das ist einfach en masse Gold. Guckt euch das mal an. So, gut. Damit ich weg. 18 Stück Kobalt. Ja, Kobold ist auch so ein Ding, was brauchen wir auch nicht. Genau, ich habe ja gesagt, dass ich, wenn überhaupt in der Richtung gehe mit den ganzen Paletten, das hatte ich ja fest vorgenommen. Weil man schon sieht, wie viele Paletten außer Aluminium, ja, und Eisen und Silber ist so total so ein, ja, so ein Produkt, was wirklich man nicht braucht. So, Silber haben wir dann, Eisen haben wir auch ja ein bisschen was. Das ist auch nicht gerade die Welt, aber haben wir was. So.
Ich bin ja gespannt, was der Strom und die Energie und der ganze Zeug überhaupt noch rausbringt, weil der wird ja anscheinend jetzt noch weitere Ressourcen bringen. Ressourcen. Sag mal schnell. Ja, der wird auf jeden Fall noch weitere Sachen im Spiel hinzufügen. Oh, ich hatte noch eins. Cool. Aber ich muss sowieso wieder welche von denen machen. Es kann auch sein, dass ich wieder neues Wasser einpflanzen haben muss. Erweitern muss. Ich habe ja 1800. Eigentlich ist es tatsächlich so. So. Gut, dann haben wir dann zwei Stück. Genau, für die. Ja, ich drücke ein bisschen länger, weil ich nicht weiß wirklich, wie viel ich gerade in der Hand habe. Guck mal, da haben wir schon 11 Stück schon, ja. Heftig, ne? So. Dann können wir gleich die erste Packung rausnehmen. Geld ist Geld am Ende, egal mit welchem Produkt wir das am Ende hier verkaufen. So, zwei Dinger noch. Die. So, eins, zwei, drei. Gut, der ist eigentlich endlich mal leer. Irgendwie eine zweite Kugel, die mal langsam, wenn die Kugeln auch wieder leer. Zementsack. Da haben wir auch wieder Zementsack. 8 Stück. Ja, ich glaube, ich schmeiß das einfach nur noch so hin. Genau, Zementsack verkaufe ich zurzeit gar nicht. Weil ich den tatsächlich nur noch zum Produzieren nehme. Ich glaube aber tatsächlich auch Holzspäne nicht. Ich glaube tatsächlich Kohle werde ich als einzige noch verkaufen. Alles andere behalte ich fürs selber, fürs Produzieren. Auf ein paar Euro kommt es jetzt auch bei mir nicht an, weil gegen die Dinge habe ich ja alle freigeschaltet. Das heißt, das ist jetzt erstmal bei mir Schnupps. So, guck mal, hier läuft, hier läuft, hier läuft. Guck mal, leer. So, ein Paket verbraucht. Cool. Jetzt will ich auch schon mal, ob wir das auch ins Regal kriegen können. Einer hat gesagt, das geht. Jetzt lasse ich mich mal überraschen. Jo, geil, das geht. Cool. Dann machen wir das Paket hier voll mit Mehl. Gut. Ich muss von denen was eine ganze Menge kurz ziehen. Ich brauche unbedingt Eisen, ey. Ey. Ja, Eisen. Ganz dringend Eisen, ey. Gut, Plastik habe ich genug, das weiß ich, aber Eisen brauche ich, ey. Das nicht zu wenig, ey. Gut, das frisst nicht viel. Ein Ding frisst uns ein Eisen. Aber wenn ich mal denke, wie viel ich noch machen möchte und was ich noch vor euch habe, da brauche ich bestimmt noch mehr als ein. Na, Eisen. So. Eins. Zwei, drei, vier. Vier. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. 11 Eisen. Und ohne Ende Platz. Naja, das Plastik hat sich wenigstens dafür ausgelohnt, was ich dann vorproduziert habe. Genau, Kohle habe ich jetzt auch tatsächlich fast auf 2 Paletten schon fast voll. Ah, oh, die fressen mir die Kohle aus den Armen, ey. Genau, das verkaufe ich nicht mehr, das verkaufe ich nicht mehr und das verkaufe ich nicht mehr. Was ich am Ende verkaufe, es fragt ja keiner nach. So. Ich werde hier alles mit Kohle vollballern. Verkaufen. Ach so, Shop, Kohle. Ich war am Überlegen, die Obst- und Gemüse-Ecke nach hier zu packen. Genau, dann muss ich nur noch so machen. Aber eigentlich ist das echt recht egal. Ich fand das jetzt hier nicht so schlecht, wie ich es hier gebaut habe. Genau, Obst und Gemüse ist auch alles. Ja, außer zwei, drei Salatköpfe noch. Ist sonst eigentlich alles weg. So, Shop. Genau, da machen wir nur 4 Paletten voll. Dann sollten wir erstmal damit auskommen. Genau, alle anderen Ressourcen behalte ich. Die werde ich grundsätzlich nicht im Shop reinnehmen. Gut.
Genau, das. Oh, das Mehl haben wir schon gekauft. Respekt. Aber ich werde jetzt erstmal ein bisschen bunkern am Mehl, bevor die was verkauft. Bei mir kommt es gar nicht so aufs Geld tatsächlich so an. Mir ist einfach nur wichtig, dass ich das habe und fertig. So wie das jetzt hier. So. Zack. Gut, es kann sein, dass. Ja, ich muss jetzt auf jeden Fall eine Wand aufbauen. So, ich muss mal kurz ausrechnen. Ich brauche 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Stück wieder. Das sind 6. Ach komm, wir machen es jetzt einfach. Gut, dann müssen wir jetzt tatsächlich ausgrößern. Eine andere Wahl haben wir sowieso nicht. Kann sein, dass wir die andere Palette angreifen müssen. Aber was wäre, wenn ich nicht wäre? So. Zementsäcke müssen wir anscheinend auch wieder machen, ne? Ah, eine Ladung habe ich noch, okay. Aber ist ja nicht so schlimm. Ich brauche sowieso jetzt Sand. Sand, 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 Sand. Wo ist der ganze Sand hin? Habe ich nichts mehr? Kein Sand mehr? Heftig. Wie sieht's hier aus? Ah, wir gehen auch schon wieder auf die 500. Herzlichen Glückwunsch. So, Kollege, kann ich dich anschauen? Nee, du bist zu leer. Kann sein, dass ich da auch tatsächlich mal wieder selbst Hand anlegen muss. So, Kollege, du kannst dich schon mal hinlegen und du auch. Wo bist du? Genau. Ach nein, nein. Löschen. Ich hab's vergessen. Ich brauche erstmal das andere. Schon voll wieder. Boah, das ist Wahnsinn, wie schnell das immer geht, dieses Wasser. So. Sand, das war's. Habe ich den Behälter leer? Ja, okay. Gut, Behälter brauche ich kurz. So, Kohle umgehängt platzieren können. So. Gut. Kohle muss ich dann auch wieder machen. Haben wir erstmal Kohle hier. Dann nehmen wir mal den Sand hier ab. Cool, ist sogar noch da was. Nächster. So, nächster Schub. So. Sandtransport einmal bitte ausliefern. Zack. So, nächster Sandtransport. Gut. Sand ist auch hier. Zack. Gut, nächstes Stück frei. Eins. Drei. Gut, das hat er noch immer nicht gepatcht nach dem letzten Update. Okay. Seine Entscheidung. Gut, nächstes Update. Vielleicht zum nächsten Update kriegt das hin. Mal schauen. So. Genau das werde ich hier auch tatsächlich vielleicht zumauern, war ich erst am überlegen. Dass ich dann hier, ja, hier so eine Schräging baue. Dann hier wie so einen Raum raus mache. Mal gucken. Schau ich mal. So, nächste. So.
Gut, Bambus ist hier. Du kannst dann hier sofort deine Mauer, deine Arbeit. Komm her. Komm her. Zack, 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 zack. Na komm her, tanz hier nicht rum, gib mir einfach dich. Das ist immer diese Spielen hier mit dem, was die mit mir machen hier. Ich war auch am Überlegen, wegen den Kompostierer, wie ich das machen soll in Zukunft, weil sie auch so langsam was. Dass ich ein Produkt, egal jetzt, ob es irgendwas, wo auf jeden Fall 9 Stück immer rauskommen, dass ich die tatsächlich, vielleicht sogar für, ach, wie heißt das, für den Kompostierer nehmen, wegen die Dinger, die brauche ich auf jeden Fall jetzt viele von. Und fertig. Gut. Eine Menge geschafft wieder. Eine Wand weitergekommen. Hier kann ich jetzt auf jeden Fall weiter ausbauen. Und ja. Alles in Ordnung. Und ja, lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Und ciao, ciao.